Hallo meine Minecraft-Freunde und herzlich willkommen zu einem Video zusammen mit Krog und LC Arbeit, den man leider nicht hört, Louis. Moin. Heute spielen wir mit dem Clientus-Client auf CubeProfile, der überraschenderweise relativ nice ist. Ja, das ist richtig nice. Wir mögen nicht alle, Leon, bitte nicht uns Clientus entziehen, das wäre sehr. Ich bin runtergefallen wegen dem Target-Drake. Schlecht, User-Issue, würde ich sagen. Weil ich fall nie runter. Runterfallen ist schon cringe, muss ich sagen. Dann gucken wir mal Kroko zu. Ich muss die Minecraft-Musik ausmachen, die Trigger mich gerade maximal. Ich habe gar keine Musik. Oder ist LCA? Nein, wieso habe ich noch die Minecraft-Musik? Achso, ich habe noch eine andere Minecraft-Version auf dem Spiel. Oh, LCA. Nicht mich attackieren, danke. Ich hoffe mal, er hört uns. Oh, er ist der Letzte. Ah, jetzt darf ich das anmachen. So. Also, wir haben zwei Kills, weil wir dieses epische Client ist, Leute. Ich. Okay, das geht. Dann ab in die nächste Runde, Leute. Alle. Da war der Depp. Ich wurde gebannt von einem Staff-Member. Schlecht. Gib. Musst du wiederkommen jetzt. Junge, genau jetzt das YouTube-Video. Okay, ich mute mich wieder. Okay. Okay, ja, gut, dann mache ich allein das Commentary. Oder Hesse, bist du noch da? Ich bin noch da, aber ich muss schnell IP changen, damit ich wieder auf YouTube komme. Ja, okay. Ja, dann machen wir jetzt alleine die Runde mit LCA. Komm, gehen wir gleich zu ihm und töten ihn. Ich esse jetzt schnell was. Okay, ich hol mir was zu trinken. Ja, Spaß. Oh, der Lag komplett weg und ist runtergefallen. Nein, ich habe keinen Speicherplatz mehr. So, da bin ich wieder. Mein Speicherplatz war ganz kurz voll, das tut mir echt leid. Hizzy ist noch am Reconnecten und da ist, oh, LCA ist da. Ja, ich habe hier nichts Wichtiges gemacht. Ich stand da eigentlich nur rum. Oh, der Tagestreff. Oh, ganz gefährliche Sache. Oh, 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 nein. Na gut. So, wieso sind wir in der nächsten Runde, würde ich sagen. Mit Hizzy. Ja, LCA war einfach abgehoben, macht alleine Runden. Nee, ihr könntet mich wieder einladen. Komm, nö. Mach ich dann nachher. Jetzt bleibst du raus. Ja. Ach ja, Leute, ja, herzlich willkommen zu einem Video, wie ihr gehört habt. Was ist Neuaufnahme? Auf. Ja, ich mach Neuaufnahme, okay. Weil ich krass bin. Ja, okay. Und das Gute ist, dadurch, dass du am Anfang gesagt hast, wir sind jetzt in einer neuen Runde, muss ich keine richtige Ansage machen. Ach, was. Aber Leute, ja, wie ihr es schon seht, wir sind wirklich längst auf CubeProf, weil es alle erwarten, ich sehe schon die ganzen Hater wieder, die mein Video disliken, weil es zu Haze Client ist. Da müsst ihr euch freuen, es kommen demnächst nur Videos mit Haze Client. Spaß, ja, Mann, das kommt auch mit einem Video. Das kommt auch mit einem Free Client ein Video. Ah, mit Drift, was ich da auch gemacht habe. Genau. Aber ich warte auf das CubeCraft Update. Ja, ey, lass es dann zusammen machen. Easy. Ja, können wir machen. Können wir machen. Ich warte auch aufs CubeCraft Update. Ja, ich mach auch mit. Ich hab auch Drift. Es kommt dann noch ein Video mit Koks, weil ich sonst auch erpresst werde von Kroko. Nein, das ist eine Lüge, das ist echt eine Lüge. Ich wurde gemobbt von Kroko durch mein Alting. Oh, das, ah, das bist du. Ich wollte dich gerade attackieren. Ja. Ah ja, geil. Hier ist jemand. Hast du auch so viel Drip wie ich mit meinem Helm, mit meinen Schuhen? Der hat was diesen Depth vor mir gemacht, das fühle ich komplett an Clientus. Das ist irgendwie das niceste Feature meinem nach. Nein! Oh mein Gott, er hat mich getrappt, dieser Fuhr. So Leute, da sind wir in der nächsten Runde. Mir fällt gerade so ein, ich habe kein Texture-Pack drin, na egal. Texture-Packs sind eh überbewertet. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich immer noch das hässliche Texture-Pack drin habe, also tut mir leid für eure Augen, Leute. Ich lade das Video jetzt direkt schon hoch, Leute. Du musst es ja nicht schneiden. Ja. Nein, ich hab oh Mann. Die Runde wird rausgeschnitten. Die wird rausgeschnitten. Ich lasse sowas von rein. Ja, aber das wird rausgeschnitten. Oh, ich hab da noch rangezoomt. Das wird rausgeschnitten. Aus meinem Video wird's rausgeschnitten. Man wird nie was davon erfahren. Ja, doch, mal bei meinem Video. Ja, bei deinem Video, aber mein nicht. Ja, blöd. Ich nehm jetzt die anderen Name Tags, die sind schöner. Gibt es andere? Ja, du kannst da Mode aussehen. Ja, das ist einfach mehr Erfahrung als ich, ja. Es spricht nicht so, als hätte ich jetzt 500 Stunden Clientus-Erfahrung, ja. Ich hab den Client erst seit letztens. Ich hab hab ihn noch knapp bekommen! Der Profi! Bei mir wird angezeigt, dass du immer noch 17 Leben hast. Lüge. Ich bin Profi. Oh, das Video bleibt von noch. Guck dir das an! Alter!
wenn das nicht der Vorspann des Videos wird, ne? Ich habe ich letztes Video vor allem vergessen, ne? So einen Vorspann zu machen. Ach, sowas ich mache sowas gerne, aber... I report him. Oh nein, mein Main. Da, mein Main. Ich nehme einfach immer irgendwas random, weil ich brauche das ja für mein Intro, Louis. Und da ist der Krokoro runtergefallen. Oh, das kommt in mein Video. Hab ich Scaffid angehabt oder aus? Das kommt in mein Video. Was? Was war denn da? Das, hä? Okay, ja, egal. Es war halt noch nie passiert mit dem Client. Aber ja, das ist immer dieser Aufnahmeeffekt tatsächlich. Hat so Leute, das ist in der nächsten Runde mit Kroko. Alles, was ihr in Krokos Video übrigens seht, ist nie passiert. Das hat er mit dem Ich Party wurde gebannt. Halt. Ja, da ist Kroko mal weg. Warst du Sentinel? Nee, oh, sogar mit YouTube-Beweis. Ja, okay, das war ein Modbann, Leute. Hier nochmal. Zeig mir den YouTube-Beweis, Kroko. Ja, okay. Wir sehen uns gleich nochmal wieder. So, da sind wir in der nächsten Folge, Jungs. In der nächsten Folge, Martin, in der nächsten Runde. Tja, ist halt ein schlechter YouTuber, Leute, dann würde ich immer nicht abonnieren. Scheiße. Abonniert lieber alle LTA-Mods. So. Achso, neben mir ist Kroko. Das. Das Krokodil. Schön, dass du es bemerkt hast, tatsächlich. Das Lustige ist jetzt siehst du mich nicht einfach und ich sehe dich. Das ist schon wild. Ja, das fickt gerade meinen Kopf, dass ich dich nicht mehr sehe. Ah, ich attackiere dich, weil ich No-Frets hier. Du musst No-Frets anmachen. Ah, nein. Mach No-Frets. Oh mein Gott, Alter, Hilsi. Junge, Alter. Du musst das mal so sehen, dafür habe ich die anderen. Dafür habe ich jeden, der hier war. Nice. Oh, immerhin, ja. Ich bin stolz auf dich, Hirsi. Ich weiß, dass du stolz bist. Leute, lasst ein Abo. Schreibt mal bitte jetzt Hashtag F in die Kommentare für Kroko. Das war ein Karma. Das war Karma, Alter. So, jetzt sind wir in der nächsten Runde. Ich zeige euch gleich nochmal das Dry und so weiter. Weil manche von euch kennen vielleicht Klientus nicht und so weiter. Ja. Cool. Mad. Das ist richtig mad. Außerdem, wenn ich einen umbringe, sollte ich... Nein, da kommt nichts, okay. Mad. Kill Message an, natürlich. So. Weil manchmal kommen so richtig random einfach Deps. Ja, ich weiß. Ich hab wegen den Bots. Alter. Du kannst übrigens mal Project Tales anmachen, das ist voll schön. Ey, nein. Oh. Ich hab mich gerettet vom Tagestreff. Nein, oh. Alter, es war so dumm, warum mache ich das? Lebst du noch? Ja, okay. Ja, ich lebe noch, natürlich lebe ich noch. Dann gucke ich dir zu. Bist du das? Nee, das, der versteckt sich, okay. Bist du das? Ich sehe halt keine Name-Tags. Ah, jetzt. Irgendwie ist ESP verbuggt, ich mache ESP aus. Alter, wieso läufst du denn immer noch weg? Wo ich mir halt den hier zuerst. Bam. Wie deine Mutter gestern Abend gepickt, habe ich den. Literal garbage can. Nein! Bruder! Was machst du jetzt nicht? Das schneidest du raus, Kroko, und das schneidest du raus! Das schneidest du raus! Du bist jetzt langsam mal fertig mit deiner Aufnahme. Es sah halt wirklich so lost aus. Das ist gerade an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Auf jeden Fall, wir sind jetzt schon mal in der nächsten Runde. Ich zeige euch mal kurz gleich das Quick-Dry. Ja, das ist schön, richtig schön gehalten. Also sehr, wie kann man das nennen? Ist clean? Clean ist ein kleiner Pixel. Auf jeden Fall, hier gibt's Setting. Da kommt gleich der Hizzy. Hier gibt es dann Settings. Ich wurde runtergeflankt vom Scaffold Walk, ich raste aus. Hier gibt es Settings. Sehr schön animiert. Natürlich auch, wenn man es auf und zu macht, wird es animiert. Dann gibt es ein. Ah, da kommt jemand. Will mich auch nicht zeigen lassen, ne? So. Kann ich nachvollziehen. Boah, erstmal ein Depp im Winter gemacht. Ey, lass mich doch was zeigen, what the fuck? So.
So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, es gibt hier ein Zahnrad, da kann man raufdrücken, dann gibt es eine Userlist. Sieht man alle YouTube-User halt. Themes, ich mag das Theme, was ich ausgewählt habe am meisten. Configs, da gibt es offizielle Configs, User-Configs, on und deine Offline. Die Offline-Configs und den IRC-Chat. Hier kann ich mal Hi schreiben. Genau, dann haben wir das schon mal gezeigt. Das Main-Menü werde ich euch zum Ende des Videos zeigen. Weil das ja auch schön clean gehalten oder sehr schlicht gehalten. Genau. So. Oha, ich rasiere jeden. Ach, das ist halt ein User-Issue, Kappa. Muss schon daran liegen. Auf jeden Fall, wobei stehen geblieben. Genau. Am Ende gibt es das Main-Menü. Ich finde es gut, dass wir die ganze Zeit immer nur diesen Müllmodus spielen. Ich finde das echt gut, Papa. Was sag ich? Ich finde es gut, dass wir diesen Müllmodus spielen die ganze Zeit. Skywars? Ja, also halt mit dem Müll-Equipment. Ich finde gerade sehr. Ist also besser sehr als dieses Dings. Dieses OP-Ding. Was mit dem. Was ist mit Project Tiles los? Einfach direkt. Da starte ich einfach Spike jetzt, der Kappa. Mad. Komm, die Runde gewinnen wir. Da sehe ich mich drin. Das Ding ist, ohne Aufnahme habe ich jede einzelne Runde gewonnen. Das ist immer, wenn ich aufnehme, verkacke ich alles im Leben. Das ist halt meine Issue so. Das ist der Vorführeffekt. Bei mir ist es andersrum. Wenn ich nicht aufnehme, schaffe ich gar nicht. Wenn ich aufnehme, dann schaffe ich, hauptsächlich wenn ich mich konzentriere, alles. Wir brauchen Heilung. Leute, da kann ich ja jetzt mal am Rahmen angehen. Wir nehmen noch gleich was für meinen Kanal auf. Also schaut bei mir vorbei. Oh Mann. Wann nehmen wir eigentlich dein Video mit Clientos auf? Gleich danach. Mhm. Okay. Dann lass es dann machen. Ich hab tatsächlich nichts zu ankündigen, ne? Das ist richtig dumm immer. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Projected Tiles sieht sehr interessant aus, tatsächlich, würde ich sagen. Bei mir buggt das. Bei mir auch. Also, nee, es buggt eigentlich nicht. Nee. Es sieht nur so manchmal so aus, als ob die Project Tiles einfach zurückfliegen. Ja, die fliegen irgendwie von oben nach unten. Bei mir. Ach, ich sag, der ist gut equipped, der, das könnte knapp werden, nicht alle. Nix gesagt. Schneid das raus. So gestorben. I hope you die. Oh, das ist aber schon eine Morddrohung. Naja gut, wir haben fast gewonnen. Auf jeden Fall, Clientos funktioniert auf dem Server und das wollte ich eigentlich nur gezeigt haben. Sentinel ist, Clientos ist ein guter Client tatsächlich, also für 20 Euro. Guckt unten in der Videobeschreibung und könnt ihr euch den kaufen. Hier zeige ich euch nochmal das Menü. Das ist sehr schlicht gehalten. Da gibt es einen Changelog. Mit Credits, Altmanager, Direct Login, mit Add Account, Remove Account, Login halt und Itening. Dann gibt es noch Settings, ja, ist halt normale Settings. Halt Discord-Ding, da drücke ich jetzt nicht drauf, da kann man sich verifizieren, das will ich jetzt nicht sehen. Hat man das gehört? Was? Da war so ein Trompete draußen, da hat jemand mit der Trompete gepustet, wo ich erzählt habe. Auf jeden Fall Multiplayer, Singleplayer, alles schlicht gehalten, ich mag das Design. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, schaut in die Videobeschreibung, abonniert den Hizzy. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und tschö. Ja.